Ich bin Klempner von Beruf. Ein Treffer hoch, dem Daddys goldene Handwerk schuf. Wir haben noch eine verrückte Sache haben wir noch. Das will ich Ihnen nicht vorenthalten. Wir haben was Verrücktes von Bildungsministerin Johanna Wanka. Die hat sich jetzt auch mal zu Wort gemeldet. Man hatte lange nichts von ihr gehört. Ich glaube, sie wusste gar nicht, was für eine Ministerin sie ist. Jetzt hat man es ihr gesagt. Und sie hat jetzt vorgeschlagen, Johanna Wanka hat vorgeschlagen, Studenten, die ihr Studium abgebrochen haben, sollten doch bitte alle ins Handwerk wechseln. Tolle Idee, oder? Die ersten haben schon losgelegt. Ich hatte letzte Woche einen abgebrochenen Sozialpädagogen als Klempner. Schönen Dank, ja. Der hat mein verstopftes Klo nicht freigepümpelt. Der hat mit der Scheiße so lange diskutiert, bis sie von alleine verschwunden ist. So, aber das war noch nicht alles. Der hatte auch noch einen Kollegen dabei. Der Kollege hatte Altgriechisch studiert. Als ich den gefragt habe, können Sie einen Siphon reparieren, sagte der, nein, aber ich kann das Wort deklinieren. Es ist wirklich nicht so. In meiner Metzgerei arbeitet jetzt ein ehemaliger Medizinstudent. Eine Katastrophe. Die Hälfte des Tages hängt der mit dem Defibrillator in der Fleischtheke, versucht die Koteletts wiederzubeleben. Ja. Also meine Meinung ist, Menschen, die zu doof sind für die Uni, die sollte man nicht dem Handwerk aufs Auge drücken. Die sollten einfach wie bislang weiter Karriere machen in der CSU. Meine Meinung. Ich finde, für handwerkliche Tätigkeiten, da braucht es Handwerker, da braucht es auch möglichst gute Handwerker.